Moin Leute, herzlich willkommen zu Need for Speed Unbound Tuning Video, heute mit dem Ford Raptor. Den werden wir heute erst tunen, unser erstes Geländefahrzeug. Und let's go, mal gucken, was die Bodykits so sagen. Hoffentlich sieht das ein bisschen vielversprechend aus und ich würde sagen, die nehmen wir direkt auf Krampf. Dann gehen wir in die Karosserie, beziehungsweise wir suchen uns am besten erstmal eine Folien der Community raus und gucken, was die Leute da so gezaubert haben. Okay, einfach schwarz. Oh, was ist das denn? Juggernaut Edition, okay. Also die Folie muss echt nicht sein, meiner Meinung nach. Also ihr könnt sie alle verwenden, aber ich nicht. Oh, hier haben wir die Juggernaut Edition nochmal in Blau. Nicht schlecht. Wird halt etwas Besonderes nehmen. Was ist das für eine Folie? Naja. Würde ich das einfach mit dieser Flammen hier nehmen. Also, es sieht gut aus und ja. Dann gehen wir nochmal in die Karosserie, Bodykit, Karosserieabteilung und werden uns die Scheinwerfer alle mal rot machen. Was ist mit dem Grill? Ja, machen wir da mehr so Panzerfahrzeug draus. Ja, das wird unser rotes Fahrzeug hier. Außer ganz hier hinten, das kommt alles schön schwarz. Hintergrund nehmen wir mal. Puh, was nehmen wir denn mal? Wow, die haben es geschafft, dass endlich mal das Kennzeichen von Payback reinzubringen. Gut, dann nehmen wir mal hier das Fortune Valley Kennzeichen, ne? Text. So, TF Gamer. Rahmen brauchen wir nicht. Heckstoßstange können wir hier nicht entfernen. Das können wir aber auch so lassen. So, das müssen wir jetzt nicht so krass raushängen lassen hier, aber ich würde sagen, einfach das nehmen wir und das reicht auch. Spoiler Butter war auch mal dran. Ich meine, muss zwar nicht sein, aber hey, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. Gut, dann müssen wir noch mal gucken, was für Felgen es hier noch mal gibt, weil in anderen gibt es ja auch so verschiedene Felgen. Wir gehen mal nach ganz unten und gucken mal, was wir hier so haben. Würde ich einfach hier diese Speedhunter-Kappen nehmen. Dann passt das. Ich meine, es muss, also ich finde, die Karren müssen schon asozial aussehen. So was Herzchen nehme ich mal nicht. Das passt mir nicht. Es gibt viele Dinge, die möchte ich einfach nicht aufs Auto haben. Da denke ich mir so, nee. Lass mal. Ein Offroad-Auto, aber komm, tiefer legen, passt schon. Fahreffekte. Hier nehmen wir mal das Krönchen mit drauf. Samples. Ja, nehmen wir mal die Schaufel für Offroad.
Auspuff-Sounds machen wir komplett hoch. Und ich bin eigentlich so jetzt noch nicht im Gelände gefahren. Vor allem nicht mit so einem Geländefahrzeug. Hier scheint 2835, hier scheint der 6,3 Liter V12 1035 PS für 400.000 der beste zu sein. So, Handling machen wir natürlich auf Grip. Lenkungsempfindlichkeit machen wir mal niedrig, den Dings machen wir auch mal niedrig. Die Transaktionskontrolle, die Traktionskontrolle bleibt aus, die Driftbeginn bleiben auch mal aus. Bei Leistung würde ich allerdings noch mal gucken, was die Teile angeht, weil wir haben jetzt hier Offroad-Fahrwerk drin. Ob uns das Straßenfahrwerk vielleicht, ja. Das bringt uns mehr, aber wir wollen ja im Gelände fahren. So. Also gut, wollen wir mal gucken. Geländetechnisch sieht es hier oben eigentlich ganz gut aus. So. Hier haben wir unseren wunderschönen Ford Raptor. Schon so lange keinen Ford Raptor mehr gefahren, echt, das ist Wahnsinn. Hier kommen wir mal ins Gelände rein. Oh, da wollte ich eigentlich ins Gelände rein, aber okay. Aber es geht okay gut, also es geht gut auf jeden Fall. Ah, nein. Boah. Sie sind uns reingefahren. Hier sind wir mal gehopselt. So. Hier haben wir es dann mal geschafft. Vielleicht finden wir eventuell einen Offroad-Rennen. Das ist alles Kurvenlegende, Speedrennen, Kurvenlegende, Straßenrennen. Speedrennen, Kurvenlegende. Kurvenlegende, Straßenrennen. Also es gibt kein Offroad-Rennen. Was schon irgendwie echt traurig ist. Naja, egal. Aber der Ford Raptor, der ist schon echt gut. Vielleicht machen wir nochmal einen Stand-Sound-Test. Ich gerade nochmal gucken bei alle. Fahren wir nochmal dorthin. Aber nicht nur irgendwie, sondern weil wir ein Offroad-Fahrzeug haben, logischerweise übers Gelände. Na komm, das ist doch blöd, echt. Ja komm jetzt, also wirklich. Ah nee, da kommen wir nicht durch, da fahren wir mal um die Kurve noch mit zurück. Komm, wir haben Geländefahrzeug, bitte. Also wirklich.
So, und das wäre dann unser Geländefahrzeug. Schön mit roten Scheinwerfern, alles schön rot mit Flämmchen drauf, Spoiler drauf. Schön, dass die Cops schön kaputt gemacht werden. Ich denke mal, mit dem werden wir auch ein Kopfverfolgungsvideo machen. Und ja, mal schauen. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer TFGamer 2005. Haut rein und ciao. Lasst gerne ein Abo dafür mehr.